Über Umweltschutz und Umweltverschmutzung können wir täglich etwas hören oder lesen. Meistens geht es um große Katastrophen wie eine Ölpest oder das Absterben von ganzen Wäldern. Da kann man sich leicht fragen, was haben wir eigentlich damit zu tun? Schließlich sind wir nicht diejenigen, die das Öl in das Meer kippen oder den Boden verseuchen. Und direkt verhindern können wir es auch nicht. Wenn man sich aber die kleinen Dinge des alltäglichen Lebens betrachtet, kann man feststellen, dass jeder von uns Einfluss auf unsere Umwelt hat. Morgens beim Zähneputzen fängt es... Wie schreibst du denn Ökologie? Das sollte wirklich jeder schreiben können. Seit vier Wochen beschäftigen wir uns nun mit diesem Thema Umweltschutz. Sprich Ökologie. Und dann sowas. Bei uns gibt's ein Strandrennen. Wenn Ponys zugelassen sind, musst du mitmachen. So, Tina, lies weiter. Morgens beim Zähneputzen fängt es schon an. Zahnpasta auf die Bürste, Wasserhahn an und putzen. Wenn wir wirklich so lange putzen, wie der Zahnarzt es will, läuft dann 5 Minuten lang das Wasser völlig unter. Was haben wir denn da? Oh, haben Sie mich erschreckt? Das tut mir aber leid. Was steht denn Schönes auf dem Zettel? Nichts Besonderes. Das hätte mich auch überrascht. Nun? Was? Na, ich will es sehen, auch wenn es nichts Besonderes ist. Wenn der Feddersen mich nicht mitreiten lässt, mach ich ihn kalt. Hast du das geschrieben? Hm. Und an wen ist dieses merkwürdige Schreiben gerichtet? An mich. Ach, Daniel Brendel. Habt ihr zu Hause keine Zeit, Nachrichten auszutauschen? Ihr wohnt doch schließlich im gleichen Haus. Mir war gerade etwas Wichtiges eingefallen. Ich kann mir heutzutage gar nichts Wichtigeres vorstellen als Umweltschutz. Was soll das heißen, Bimbo? Du machst Herrn Feddersen kalt. Das sagt man doch so. Das habe ich nicht ernst gemeint. Aber das ist doch eine schriftliche Drohung. Kommen Sie das her? Sie verletzen das Briefgeheimnis. Juristisch gesehen hast du gerade Beweismaterial vernichtet. Ich werde dich eintragen, wegen ungebührlichen Verhaltens. Und dich auch, Daniel. Beatrice, du bleibst heute länger hier und schreibst mir alles auf, was du über das Briefgeheimnis weißt. Setzt euch jetzt wieder. Wo waren wir stehen geblieben, Tina? Ach ja, bei der Ökologie. Danny! Bimbo hat Ärger mit der Thais, war du schon nach Haus. Was ist denn los? Ach. Mal Strafarbeit, weil wir nicht aufgepasst haben. Alles nur wegen den Pferderennen. Welchen Pferderennen? Kann Bimbo dir selbst erzählen. Ich warte auf sie, damit so aus nichts auffällt. Wann kommt ihr denn? Bin ich die Thais? Hallo. Hast du genaue Uhrzeit? Ja, gleich 12:30. Ich treffe hier einen Freund. Mal ein bisschen die Gegend sondieren. Gibt's hier irgendwo in der Nähe einen guten Reitclub? Keine Ahnung. Aber meine Schwester reitet. Du meinst, sie kann auf dem Pferd sitzen, ja? Meine Schwester reitet schon jahrelang. Mein Vater hat es hier beigebracht und der versteht was davon. Aber er ist nicht zufällig Jockey, oder? Mein Vater ist Tierarzt. So, so. Ich reite Rennen. Bin sozusagen auf Sieg programmiert. Was sind für Rennen? Ach, alles, was so anfällt. Vorausgesetzt, das Preisgeld stimmt. So, jetzt dreh mal vorsichtig. Na bitte, geht doch wieder. Was machen Sie ausgerechnet hier bei uns? Geschäfte, kleine Lady. Geschäfte. Bob Anderson ist immer am Ball.
meine Süße. Wir haben noch ein schönes Stück bis nach Hause. Mami? Wo sind Danny und Bimbo? Die kommen heute etwas später. Hey, Ketchup passt doch gar nicht. Tut's doch. Tut's nicht. Tut's doch, ich will Ketchup. Oh, du siehst aus wie ein Vampir. Oh, Tante Sonja kommt. Gottes Willen, Ben, was ist passiert? Ich bin nicht auf, Mami, es ist nicht. Nichts nennst du das? Schau dir doch an. Das ist Ketchup, Mami, kein Blut. Probier mal, Mami, schmeckt gut. angeschmiert. Du hast mich allerdings gut angefühlt. Ihr seid spät dran. War was Besonderes? Ach, eigentlich nicht. Na, du siehst ja heiß aus, Benny. Was? Schon wieder Nudelsalat? Mit Ketchup! Wieso? Oh. Ich denke, ihr mögt ihn. Ich muss jetzt beim Kochen auch etwas rechnen. Geht es Peggy schon besser? Lass doch mal. Ja, zum Glück. Sie hatte wohl nur eine kleine Magenverstimmung. Ich habe sie in die frische Luft geschickt. Sie ist mit Klärchen an den Strand geritten. Mit meinem Klärchen? Ist Onkel Günther noch nicht da? Der ist schon wieder weg. Na, Hansen, es kommt ein Kälbchen. Ach, deshalb ist die Schüssel schon fast leer. Na, ich glaube, wir bekommen dich auch trotzdem satt. Es war super mit Klärchen. Einfach toll. Das kann ich mir vorstellen. Du hast doch nichts dagegen, oder? Scheint sich schnell erholt zu haben. Reiten macht ja auch mehr Spaß als Schule, nicht? Deine Mutter hatte die Idee. Meine Mutter scheint vergessen zu haben, wem Klärchen gehört. Aber du warst doch in der Schule, Bimbo. Aber ich kann das nicht ab, wenn man mein Pferd reitet, ohne meine Erlaubnis, klar? Hey, Peggy. Weißt du schon das Neueste? Geh weg da, Peggy. Mensch, Klärchen! War das eben hohe Schule? Das darf dir beim Rennen aber nicht passieren. Haha, voll verwitzig. Hier, bring du sie in den Stall. Du hast sie auch rausgeholt. Hey, Bimbo, wo bleibt dein Humor? Sie ist wütend auf mich. Quatsch, sie kann es nicht ab, wenn Danny sie nicht gut findet. Ich? Was hat das denn mit mir zu tun? Kann doch sein, dass Bimbo nicht verknallt ist, oder? So ein Quatsch habe ich schon lange nicht mehr gehört. Was hast du vorhin von einem Rennen gesagt? Die Sensation von Stove. Strandrennen über 1000 Meter Distanz. Bimbo will mitmachen. Dann müsst ihr aber noch ganz schön trainieren mit Klärchen. Nicht wir müssen trainieren, Bimbo muss trainieren. Komm. Störe ich, Mami? Komm rein. Ich bin eben vom Pferd gefallen. Kannst du dir das vorstellen? Von meinem eigenen Pferd. Und, hast du dir wehgetan? Na, Gott sei Dank, dann ist es ja nicht so schlimm. Natürlich war es schlimm. Alle haben zugeguckt und Danny hat gelacht. Richtig schadenfroh. Wahrscheinlich hat es komisch ausgesehen. Da darf er doch mal lachen. Ich glaube nicht, dass es Schadenfreude war. Woher willst du das wissen? Ich weiß es einfach. Er mag dich viel zu gern. Glaubst du es ehrlich? Das sieht doch ein blinder Bimbo. Bist du sicher, Mami? Aber natürlich bin ich sicher. Ist es denn so wichtig? Ich denke schon. Du bist echt toll, Mami. Richtig süß, danke. Gibt's hier was geschenkt? Quatsch, ich hab bloß gute Laune. Wir wollten auch ins Dorf. Stimmt, bin schon unterwegs. Halt. Und die Hausaufgaben? Machen wir mit links, Mami. Ja, hoffentlich nicht. Türe zu! Also, Wiedersehen, Herr Anderson. See you later. Herein.